Ich weiß nicht, wie gut verstehen Sie mich hinten ohne Headset? Ja? Wunderbar. Dann probiere ich es einfach ohne. Wir können Sie auch frei sprechen und wir können uns diese ganze Technik sparen. Guten Morgen nochmal. David war bei Professorenbaum. Dieser kluge Mensch, einer der ersten deutschen Raumfahrer, Professor Reinhold Forer, hat damals gesagt, solange wir nicht verstehen, wie die menschliche Intelligenz funktioniert, solange werden wir auch keine künstlichen Intelligenzen schaffen. Hat der Mann recht? Genau, nö, höre ich den ganzen Tag. Genau. Ich würde ganz klar zustimmen, er hat nicht recht. Brauchst glaube ich nicht hinten. Sie verstehen mich auch hinten gut? Okay, wunderbar. Dann probieren wir es auf diese Weise weiter. Ein Auto ist viel einfacher zu konstruieren als ein Pferd. Und als man damals das Auto erfunden hat, hatte keiner eine Ahnung, wie man ein Pferd konstruieren kann. Trotzdem hat das Auto quasi an allen Stellen, wo vorher das Pferd das dominante Transportmittel war, das Pferd verdrängt. Wir Menschen sind also in der Lage, Dinge zu erfinden, die etwas Bestehendes in ihrer Funktion ersetzen, besser ersetzen, denn ein Auto ist bequemer, es ist schneller und es ist tatsächlich auch günstiger im Unterhalt als ein Pferd. Etwas Bestehendes zu ersetzen und besser zu ersetzen, ohne dass wir verstanden haben, wie wir das Bestehende konstruieren können. Und so ist das auch mit den künstlichen Intelligenzen heutzutage. Künstliche Intelligenzen sind bereits überall vorhanden und sie tun bereits nützliche Dinge. Zum Beispiel hier. Wer von Ihnen diktiert ins Smartphone ab und zu, statt zu tippen? Nur eine Handvoll, die meisten tippen noch, okay. Trotzdem, das funktioniert heutzutage sehr gut. Ein Freund von mir hat im Jahr 2000 darüber promoviert, über sprecherunabhängige Spracherkennung. Und wir hatten damals so riesige Türme von Sun-Servern, die damals die unglaubliche Menge von 1 GB Hauptspeicher hatten, pro Sun-Server. 64 Stück davon haben sie kombiniert. Und diese sprecherunabhängige Spracherkennung hat damals echt schlecht funktioniert. Und das war State of the Art weltweit umgeflogen in China, in Boston und so weiter. Ich habe überall Vorträge gehalten, wie toll das heutzutage ist. Und es hat noch nicht toll funktioniert. Die Technik hat sich einfach unglaublich weiterentwickelt. Und heute haben wir in diesen Smartphones die entsprechenden Assistenten, die senden zwar die Information an den Server und kriegen dann die Antwort zurück, aber trotzdem ist das für Millionen von Menschen jeden Tag bestens verwendbar. Also künstliche Intelligenz ist im Alltag angekommen. Diese Sache ist erst möglich geworden durch den großen Fortschritt von neuronalen Netzen, die 2006 von Geoffrey Hinton in Toronto gemacht wurden. Es ging darum, neuronale Netze, darüber werde ich gleich ein bisschen mehr erzählen, haben verschiedene Schichten und davor konnte man über viele Schichten hinweg nicht gut trainieren. Und der Geoffrey Hinton hat Arbeiten fortgeführt, die in Deutschland übernommen wurden von Jürgen Schmidhuber in den 1989, glaube ich, wie tiefere neuronale Netze Daten über viele Schichten lernen können. Und nachdem Geoffrey Hinton diesen Durchbruch hatte, hat das plötzlich funktioniert. Von einem Jahr aufs andere plötzlich ging das. Und jetzt haben wir überall in diesen Smartphones haben wir die Diktiermöglichkeit, wir haben sie ebenso in Home-Assistenten und plötzlich funktioniert das. Genauso die Bilderkennung war erst dadurch möglich. Okay, wo ist künstliche Intelligenz heutzutage noch im Einsatz? Sieht man nicht, ist aber omnipräsent an der Börse. Es ist nicht alles künstliche Intelligenz, was da gemacht wird, zumindest nicht im Sinne von Deep Learning, aber genau da entwickelt man sich gerade hin. Also bisher waren diese Algorithmen immer so, dass sie eine Kurve genommen haben und aus der Kurve vorhergesagt haben, wird die wahrscheinlich ansteigen oder abfallen in der nächsten Minute und dann kaufe ich dann mal 500 von diesen Aktien und gucke, dass ich 10 Cent teurer verkaufen kann in einer Minute. Und wenn das so mit 51% richtig ist, dann kann man schon ganz schön viel Geld verdienen an der Börse. Auch wenn 49% noch falsch sind. Auf jeden Fall werden an Aktienmärkten heutzutage wird mehr Geld von Computern bewegt oder mehr Aktien bewegt von Computern als von Menschen. Und von daher sind wir auch nicht nur sichtbar durch die Smartphones, durch die Homesessions, sondern auch unsichtbar bereits mit Algorithmen und künstlichen Intelligenzen gedrungen an Stellen, die die Welt regieren. Geld regiert die Welt, sagt man. KI kann aber jetzt nicht nur solche Dinge vollbringen, sondern in der Wirtschaft beispielsweise das hier ist ein Craft Beer, The Fine Stranger. Das Besondere an diesem Craft Beer ist nicht das Bier, wahrscheinlich auch, ich habe es aber nie probiert,
Das Besondere an diesem Craft ist der Name. Dieser Name, The Fine Stranger, sagt also Craft-Biere sind Biere, die von in kleinen Stückzahlen produziert werden. Das ist ganz Besonderes. Und die Brauereien haben das Problem, Brauereien wollen Biere erfinden, die wollen keinen Namen erfinden. Dazu beauftragen sie Agenturen oder irgendwelche Leute, entwickeln es auf dem Bierdeckel, wie auch immer. Die Brauereien wollen den Namen nicht erfinden. Was hier passiert ist, ist, die Brauerei ist auf eine Forscherin zugegangen, die mit künstlicher Intelligenz, mit sogenannten Recurrent Neural Networks, Namen erfindet oder auch Sprachen, also was wie Klingonisch, also in abgewandelter Form. Und die hat 3000 Biermarken in ihr künstliches neuronales Netz gefüttert, erfolgreiche, weniger erfolgreiche, und hat dann eine Anzahl von Vorschlägen aus dem neuronalen Netz produzieren lassen, wie man das Bier nennen könnte. Von den Vorschlägen hat die Brauerei diesen Namen ausgewählt. Die Brauerei sagt, sie ist zufrieden oder ist glücklich mit dem Namen. Der Name hört sich, finde ich, auch toll an für ein seltenes Bier. Und sowas geht heutzutage. Noch krasser, auch schon über 2 Jahre alt, ist Folgendes. Das ist die schöne Stadt Tübingen am Neckar. Tübingen wurde nie von Vincent van Gogh gemalt. Bis heute. Denn Forscher der Universität Tübingen haben quasi alle Bilder von Vincent van Gogh, die sie gefunden haben, in ein neuronales Netz eingefüttert und haben dann gesagt, jetzt mal. Und das künstliche neuronale Netz hat daraus das hier gemalt. Sie erkennen, der Kirchturm ist da. Der Baum auf der linken Seite. Die Gebäude spiegeln mit dem Wasser. Das neuronale Netz hat Tübingen am Neckar gemalt, im Stil von Vincent van Gogh. Okay, jetzt, wie funktioniert das Ganze? Nochmal gerade das, was Herr Kader jetzt gesagt hat: die künstliche Intelligenz hat verschiedene Elemente, verschiedene Ebenen. Das war so eine ganz einfache schematische Darstellung, was ist künstliche Intelligenz, ein sehr umfassendes Feld. Und die Definition, der ich anhänge, ist eine ganz einfache, nämlich künstliche Intelligenz, das ist dann, wenn der Mensch glaubt, dass es intelligent ist. Und das betrifft dann auch schon Dinge, die in den 80er, 90ern des letzten Jahrhunderts erfunden wurden, Expertensysteme, wo Menschen ihr Wissen reingekippt haben, wo der Computer dann dieses Wissen verwenden konnte, um Entscheidungen zu treffen, die vorher Menschen getroffen haben. Machine Learning ist es dann, wenn die Maschine sich selbst weiterentwickelt, dann von Erfahrungen, die sie macht, oder dann von Beispielen, die sie bekommt. Und Deep Learning ist es dann, wenn diese neuen Verfahren verwendet werden, die sehr viel komplexere Zusammenhänge analysieren und daraus wieder vorhersagen können. Und genau das ist, was neuronale Netze und künstliche Intelligenzen eigentlich besonders gut können, nämlich sie machen aus irgendwelchen Daten Vorhersagen. Und auf der Basis dieser Vorhersagen werden dann Entscheidungen getroffen. Und aus diesen Lego-Bausteinchen setzen sich dann solche Sachen zusammen, wie dieses Bild von Van Gogh. Und dazu zu Lego-Bausteinchen erzähle ich Ihnen jetzt kurz ein bisschen mehr. Wie haben Menschen eigentlich Algorithmen vorher gemacht? Wenn Sie früher in der Bank einen Kredit beantragt haben, dann noch vor 50 Jahren, dann ging das ungefähr so. Dann saßen sie einem Bankmitarbeiter gegenüber, meistens einem erfahrenen, damals älteren Herrn. Und der hat dann den Menschen angeguckt, der den Kredit haben wollte, und gesagt, der hat geputzte Schuhe, der ist zuverlässig, okay, der zahlt den Kredit wahrscheinlich zurück. Der hat sich auch ein paar Zahlen angeguckt, aber eigentlich hat die Entscheidung mehr so aus dem Bauch herausgebrochen. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach möglich, weil Banken ganz vielen Regulatorien unterliegen und deswegen nachvollziehbare Entscheidungen haben müssen und nicht diese Entscheidungen, die aus dem Bauch herauskommen. Da muss zwar immer noch ein Bankmitarbeiter entscheiden, aber in Wirklichkeit sagt der Computer, wie er entscheiden soll. Und dazu nimmt der Computer von einem Finanzmathematiker entwickelt irgendwelche Formeln, die aus solchen Eingangsparametern wie Einkommen in Relation zur Kredithöhe, Beruf, Alter und so weiter eine Berechnung anstellen. Also zum Beispiel, wenn der Beruf Beamter ist, dann gibt es plus 100 Punkte und wenn der Beruf selbstständig ist, gibt es minus 100 Punkte. Das sind Sachen, die vorher ein Finanzmathematiker aufgrund von ganz vielen Vorfällen errechnet hat, was da gute Punktwerte oder gute Multiplikatoren an der Stelle sind. Und das wird ab und zu erneuert, wenn der Finanzmathematiker gerade wieder Zeit dafür hat oder wenn es wieder ansteht, aus regulatorischen Gründen. Und daraus werden aber recht gute Vorhersagen getroffen, ob die Kunden ihre Kredite zurückzahlen. Und dadurch, dass die Vorhersagen besser geworden sind, ist auch die Spanne zwischen dem,
zwischen dem Zinssatz, zu dem sich die Bank den Kredit wiederum von den entsprechenden Institutionen besorgen kann, gegenüber dem, was die Bank an Zinsen von dem Kunden nimmt, da ist die Spanne kleiner geworden, weil man das jetzt heute zuverlässiger sagen kann. Sie ist natürlich immer noch hoch für Leute, die Konsumentenkredite für ihr aufnehmen, obwohl sie total überschuldet sind. Die müssen immer noch viel Spanne bezahlen oder kriegen keinen Kredit mehr. Aber weil man es für eine zuverlässige Firma, für einen zuverlässigen Privatperson sehr gut vorhersagen kann heutzutage, hat sich für den Konsumenten tatsächlich positiv ergeben, dass er weniger Zinsspanne an die Bank bezahlen muss. Und da wir jetzt auch noch niedrige Leitzinsen haben, ist es insgesamt gerade sehr günstig. Aber auch mit diesen Null-Leitzinsen wäre es früher nicht möglich gewesen für die Banken, ihnen Hauskredite für 1% zu stellen, weil die Vorhersagewahrscheinlichkeiten noch nicht hoch genug waren. Okay, jetzt haben wir hier einen Schritt weiter. Verfahren, die das heutzutage ermöglichen, so etwas automatisch zu machen, sind zum Beispiel multivariate Regressionen, Decision Trees. Das sind, ich nenne das frühe KI. Das ist eigentlich eine Form von künstlicher Intelligenz, aber eigentlich ist es nur höhere Statistik. Also ein bisschen aufwendigere Statistik, die man nicht an der Schule, auch nicht im Leistungskurs lernt, aber normalerweise an der Uni relativ bald. Und solche Verfahren nehmen diese ganzen Eingangsparameter und das ist jetzt das Besondere, Sie bekommen dazu Beispiele. Also Unterschied herkömmlicher Software versus Machine Learning. Wenn Sie den Finanzmathematiker und einen Programmierer zusammensetzen, dann passiert da Folgendes. Wir nehmen die ganzen Daten und die Leute, der Finanzmathematiker und der Programmierer entwickeln zusammen einen Algorithmus und daraus kommen Ergebnisse. Das Neue an Machine Learning ist, da kommen jetzt Daten rein von 5.000, 10.000 oder wie auch immer Beispiele Sie haben. Und es kommen Ergebnisse dieser Beispiele rein. Das heißt, Sie haben sonst die Vorfälle, wo jemand einen Kredit bekommen hat, mit all diesen Informationen, wie hoch war das Einkommen, was ist für ein Beruf, wo wohnt der eigentlich, welche Religion, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe und so weiter hat er. Nein, diese Sachen dürfen Sie nicht verwenden, aber wenn Sie verwenden würden, gäben Sie wahrscheinlich auch irgendwelche Auskünfte. Sie geben diese ganzen Sachen rein und dann kommt ein Algorithmus raus, also diese ganzen Multiplikationswerte, Punktwerte und so weiter, ermittelt der Computer an dieser Stelle automatisch. Wir brauchen ihm das nicht mehr beizubringen, wie wichtig es ist, dass er den oder den Beruf hat. Der Computer baut sich diese Informationen selbst zusammen aus den Beispielen. Und um wieder darauf zurückzukommen, dadurch ergeben sich dann diese entsprechenden Punktwerte an diesen Stellen hier. Und daraus sagt die Maschine wiederum vorher und dann lernt sie kontinuierlich. Jetzt, was ist der Vorteil dieses Verfahrens gegenüber den Finanzmathematikern? Ja, bitte? Ja, weil ich kenne Muster, die man vielleicht statistischen Ansatz nicht erzeugt. Man würde vielleicht weitere Muster erkennen? Ja. Aber es reflektiert auch die Fehler. Ja, das ist die Sache, dass Maschinen auch Vorurteile bilden. Wenn Sie also Situationen haben, Sie lernen hier an, wen soll ich einstellen und geben Alter, Geschlecht und solche Dinge rein und geben als Ergebnis raus, wen habe ich denn eingestellt in der Vergangenheit, dann replizieren Sie genau die Vorurteile, die Leute vorher hatten. Dann werden die älteren Leute nicht eingestellt, dann werden an bestimmten Positionen keine Frauen oder als Kindergarten keine Männer eingestellt, weil man das in der Vergangenheit einfach auch immer so gemacht hat. Wenn Sie aber reingeben, was war der Erfolg desjenigen an der Stelle, dann nehmen Sie die Vorurteile raus. Also bei dem Training von künstlichen Intelligenzen ist es extrem wichtig, dass Sie die Zielvariable richtig kriegen. Noch wichtiger, als dass Sie die Eingangsdaten richtig kriegen. Wenn Sie auf die falschen Zielvariablen trainieren, auf die falschen Ergebnisse trainieren, dann replizieren Sie Vorurteile oder lernen dem System etwas an, was es vielleicht gar nicht können oder verarbeiten kann. Okay, der wichtige Punkt ist eigentlich vor allem, dass Sie es ständig erneuern. Wenn Sie einen Finanzmathematiker dafür anstellen, dann setzen Sie den eben nur in bestimmten Zeitabständen auf das Problem an. Wenn Sie aber ein neuronales Netz oder irgendeine Form von künstlicher Intelligenz dafür verwenden, dann können Sie das jede Woche, jeden Tag, jede Stunde oder auch nach jedem einzelnen Ergebnis, das Sie abgeben, hat zurückgezahlt, hat nicht zurückgezahlt, wieder neu laufen lassen, neue Vorhersagevariablen kreieren und die Gewichte entsprechend anpassen. Das ist der entscheidende Vorteil. Was ist der Nachteil des Systems gegenüber dem
Finanzmathematiker, der das jetzt immer am 1. Januar neu aufsetzt. Genau, es ist viel schwerer erklärbar, es ist nicht mehr so einfach nachvollziehbar und der Bankmitarbeiter kann auch nicht einfach einen Tipp geben. So. Also du musst einfach nur 150 Euro mehr im Monat verdienen, frag doch mal deinen Chef, dann würde ich dir den Kredit geben. Weil er gar nicht weiß, was heute, gestern wurde es ja neu berechnet, was heute die Regel ist. Der hat so eine ungefähre Ahnung, was gut ist, aber der kann es nicht mehr genau sagen. Das ist ein Vor- und Nachteil gleichzeitig. Aber diese schlechtere Nachvollziehbarkeit ist gerade für Banken ein Problem. An der Stelle geht es noch mit so klassischen KI-Verfahren, weil man die Information abspeichern kann, was zu welchem Zeitpunkt die Gewichte waren. Und das ist von der Datenmenge her beherrschbar und nachher gut nachvollziehbar. Jetzt, wenn wir einen Schritt weitergehen, in neuronalen Netzen, das ist ein einfaches neuronales Netz, ein sogenanntes Dense-Neural-Network, das ist ein neuronales Netz, wo jede Zelle einer Schicht, das sind die Schichten, eine Schicht, Eingangsschicht, sogenannte Hidden Layer und Ausgangsschicht, wo jede Zelle jeder Schicht verbunden ist mit jeder Zelle der nächsten Schicht. So. Und das Interessante an dieser Geschichte ist jetzt, dass, was Sie hier sehen, diese Zelle hier würde die Information aus beiden Eingangszellen gleichzeitig verarbeiten. Und diese Verknüpfungen sind etwas, was mit neuronalen Netzen viel besser gelingt als mit bisherigen Verfahren oder als mit älteren Verfahren. Neuronale Netze bilden sich diese Zusammenhänge, auch die Zusammenhänge, nicht nur Beruf, selbstständig, zahlt oft nicht zurück, sondern selbstständig und folgende Branche, selbstständig und folgendes Alter, selbstständig und folgendes Geschlechts und so weiter. Diese Kombinationen bildet das System auch alle selbstständig ab. Und während die Standardregressionen nur lineare Zusammenhänge, also mal 2 geteilt durch 5 und so weiter können neuronale Netze auch solche exponentiellen oder exponentiell abnehmenden Zusammenhänge gut abbilden und automatisch ermitteln. Sie können also wesentlich komplexere Bilder der Wirklichkeit mit solchen Verfahren darstellen. Der Nachteil ist, die Nachvollziehbarkeit leidet nochmal stark. Neuronale Netze sehen jetzt noch nicht so einfach aus wie das hier, sondern sehen eher aus wie so etwas hier. Und auch das ist noch eine starke Vereinfachung. Für die Bilderkennung beim heutzutage Modell typischerweise etwa 20 Lagen verwenden. In einer einzelnen Lage können zigtausend Neuronen sein. Also am Anfang sind sie das, weil sie für jedes Pixel, für jedes Bildelement des Bildes einen Neuron verwenden. Auf späteren Lagen wird das immer weniger. Trotzdem sind die Modelle extrem viel komplexer als das hier. Wenn Sie sich vorstellen, hier müssten Sie jetzt das alles abspeichern und dann muss es jemand nachrechnen, um nachvollziehen zu können, warum wurde jetzt dieser 72-jährigen Frau der Hauskredit nicht gewährt, dann wird das extrem schwierig. Und deswegen werden neuronale Netze an vielen Stellen, wo Nachvollziehbarkeit unbedingt braucht und nicht eingesetzt. Okay, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wofür brauchen Sie solche KI-Verfahren? Wir brauchen sie, um komplexe Aufgaben zu lösen. Bisherige Verfahren, also wenn Sie komplexe Aufgaben haben, wenn Sie Aufgaben haben, wo Sie selbst die Aufgabe nicht richtig greifen können oder zumindest die Lösung nicht richtig wissen, dann sind KI-Verfahren genau das Richtige. Wenn Sie Aufgaben haben, die Sie selber mit einer Formel erklären können, dann schreiben Sie einfach ein paar Zeilen Code. Herkömmliche Software kann einfache Aufgaben viel besser lösen als KI. Okay, jetzt was kann KI heute eigentlich so ungefähr für den Handel? Was wir alle kennen, sind so Empfehlungen. Leute, die das gekauft haben, kaufen auch das. Das können ganz einfache Korrelationen sein, also statistisch einfache Zusammenhänge. Man kann es aber auch komplizierter errechnen, indem man mehrere Ebenen von Korrelationen dabei einrechnet. Und dann kommen wir in den Bereich der KI dabei. Bei uns werden zum Beispiel Kategorien, Eigenschaften von Produkten und Ähnlichem mit berücksichtigt bei der Zuordnung, sodass eben jemand, der einen Fernseher gekauft hat, beim nächsten Mal nicht wieder der Fernseher angeboten wird, jemanden, der aber Lebensmittel gekauft hat, die gleichen Lebensmittel wieder. Und solche Dinge werden nicht vorher eingespeichert, sondern die Maschine errechnet automatisch die Zusammenhänge. Personalisierung. Jemand, der so wie der linke Herr, vielleicht eher ein bisschen heavy-duty unterwegs ist, bekommt andere Bohrmaschinen angeboten, auf den gleichen Druckbegriff Bohrmaschine, wie der vielleicht eher so ein Gelegenheitsheimwerker ist.
Man kann Preise für Kunden individuell anpassen. Das würde man typischerweise in Deutschland nicht machen aus ethischen Gründen für Konsumenten. Was man aber auch in Deutschland macht, ist, man gibt verschiedenen Kunden verschiedene Rabattcodes. In den USA werden auch Preise pro Kunde angepasst. Und bei B2B ist das völlig zulässig und auch im normalen Geschäft ganz normal. Also der Vertriebler, der mit dem B2B-Kunden spricht, dieser Vertriebsmitarbeiter würde auch bei dem einen Kunden einen anderen Preis machen als dem anderen, weil er sagt, für den ist dieses Produkt besonders relevant oder sehr besonders preissensitiv. Also diese Art von Anpassungen können Sie auch den Computer mit Intelligenz vorhersagen lassen. Sie können Ihre Lagervorhersage machen. Das tun wahrscheinlich der eine oder andere von Ihnen bereits, dass Sie dafür KIs einsetzen. In Karlsruhe, die Firma Blue Yonder ist führend in dem Bereich Vorhersage von sowas wie, wie viele Tomaten brauche ich nächste Woche in der Filiale am Lehnernplatz. Und das funktioniert viel besser als die früheren Vorhersagen, die meistens so funktioniert haben, ich habe den letzte Woche bestellt, bin ich wieder. Und die künstlichen Intelligenzen, die heutzutage dahinter sitzen, die berücksichtigen wie das Wetter, aber auch die Tomatenpreise, die anderen Angebote und solche Dinge. Und dadurch haben Sie nicht mehr viel zu viel Tomaten am Samstag übrig, die Sie dann runterpreisen müssen. Und Sie haben auch nicht zu wenige, sodass die Leute schon am Freitagabend sagen, Mist, keine Tomaten, ich kaufe woanders ein. Die haben die Tomaten, wenn ich sie haben möchte. Ja, was Sie noch können damit ist, Sie können erkennen, dass Kunden unzufrieden sind. Man kann dann so ein Sentiment Analysis machen. Das ist eine Analyse von Texten und kann heutzutage damit auch Ironie erkennen. Man kriegt also nicht nur mit, wenn jemand sagt, der Service war schlecht, sondern man kriegt auch mit, wenn man sagt, na super, ich bin in 25 Minuten an der Kasse angestanden. Das ist eine ironische Aussage, die ein Mensch sofort versteht, die frühe Sentiment Analysis Systeme nicht verstehen konnten, weil sie nur auf Keywords gegangen sind. Aber die Zusammenhänge erschließen sich den Systemen heutzutage und sie kriegen diese Ironie raus. Und dann kann man auch vorhersagen, ob Kunden vielleicht gerade gehen wollen. Das ist bei Abo-Modellen sehr wichtig, wenn Sie ein Smartphone mit einem Vertrag verkaufen. Jetzt wollen Sie, dass der Kunde mit dem Vertrag möglichst lange hält. Und andererseits hat er theoretisch laut Vertrag einen Anspruch, alle 2 Jahre ein neues Smartphone zu kriegen. Jetzt ist die Frage, bieten Sie ihm das aktiv an, wenn ja, zu welchem Preis oder eher nicht. Und wenn Sie eine Vorhersage machen, ob der Kunde Sie wahrscheinlich verlässt, dann ist es besser, wenn Sie das rausbekommen, dass er Sie wahrscheinlich verlassen wird, ist es besser zu sagen, okay, ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, wenn Sie jetzt 2 Jahre weitermachen, dann kriegen Sie wieder dieses neue Telefon, zu dem man den Preis toll vergünstigt. Wenn Sie aber wissen, dass der Sie sowieso nicht verlassen wird oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen können, dann sagen Sie ihm nichts. Dann kann er sich natürlich gerne melden und dann sage ich, jetzt kann man das neue iPhone XS Max oder sowas. Wenn er sich nicht meldet, dann bin er gewinnt. Ganz einfach. Okay, wie gut sind solche Vorhersagen heutzutage? Das Dumme ist, es gibt fast nichts, wo konkrete Zahlen drinstehen. Ich habe alles mögliche im Internet gewälzt. Es gibt Leute, die sagen, wir haben dadurch 10% mehr Umsatz gemacht. Das sind immer so glatte Zahlen. Und niemand sagt, wie gut die Vorhersagen sind. Ich habe deswegen mal was von uns selber mitgebracht. Das ist Predictive Basket von uns. Das ist Folgendes. Wir sagen damit vorher, dass ein Kunde, der jetzt in den Online-Shop geht, jetzt kaufen will. Also will er jetzt das Toilettenpapier, das er letzte Woche gekauft hat, nochmal haben oder nicht? Und wir haben vorher rausbekommen, der Toilettenpapier kauft er etwa alle 2 Wochen. Diese Zeit schwankt nicht groß. Andere Leute, die sonst so ähnlich sind wie der, verhalten sich so und so. Und dann sagen wir, jetzt braucht er nicht, weil es der letzten Donnerstag gekauft und dieses Toilettenpapier bieten wir ihm jetzt nicht an. Wir machen damit eine Vorhersage, quasi was der Kunde jetzt haben will. Der Sinn davon ist, wenn Sie online Lebensmittel einkaufen, dann brauchen Sie länger, als wenn Sie offline einkaufen. Also wenn Sie ins Auto steigen, zum Supermarkt fahren, 7 Minuten in Deutschland im Durchschnitt, dort durch die Regale laufen, die Sachen in ihren Einkaufswagen laden, an der Kasse anstehen, das Zeug ins Auto laden und nach Hause fahren, dann sind Sie schneller fertig, als wenn Sie einen typischen Samstagmorgen einkaufen mit dem vollen Einkaufswagen online machen. Weil Sie den ganzen Vorgang des Wünscheäußerns, also ich muss jetzt irgendwas eintippen, was suchen, dann muss ich aus den Sachen was aussuchen, was ich da haben will, weil Sie diesen ganzen Vorgang offline nicht brauchen. Sie laufen durch die Regale, Sie wissen, wo das Zeug steht und tun es einfach rein. Und
Lebensmittel wollen die Leute normalerweise nicht aussuchen, für ein paar Delikatessen vielleicht schon, aber sie wollen einfach das gleiche wieder haben wie sonst auch, aber nur das, was sie jetzt brauchen natürlich. Und wenn der Kühlschrank noch voller Käse ist, kaufen die jetzt keinen Käse. So, okay, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte sagen, wie gut das ist heutzutage. Und das ist jetzt so eine Vorhersage, die wir gemacht haben für einen Kunden. Das geht hier nur um Wiederkaufartikel, also hier sind nicht die Grillzange drin, der Kunde nur einmal in seinem Leben kauft, die schmeißen wir schon vorher raus, wir ermitteln automatisch, welche Produkte ohnehin normalerweise nicht wiederholt gekauft werden. Und hier sind nur Artikel drin, die der jeweilige Kunde mindestens dreimal gekauft hat. Es geht also genau um die Vorhersage, braucht er das jetzt. Und die rechte Seite, das hier sind die Sachen, die wir vorschlagen, und die linke Seite sind die, die er schon dreimal gekauft hat und die wir nicht vorschlagen. Und in dieser rechten Seite hier sehen Sie, das hier sind die richtigen, also quasi in der Mitte sind die richtig vorhergesagten und außen sind die nicht richtig vorhergesagten. Wir sagen mit 3 zu 1 Wahrscheinlichkeit vorher, was er tatsächlich kauft, und gleichzeitig sagen wir mit 4 zu 1 Wahrscheinlichkeit vorher, was er nicht kaufen wird. Also so gut funktioniert das heutzutage bereits. Man kann ziemlich präzise vorhersagen, was ein Kunde tatsächlich heute kaufen möchte. Und das ist ohne, dass wir die Vorschläge gemacht haben. Das ist nur auf die Vergangenheit errechnet. Das heißt, wir haben vorhergesagt, was er am Montag gekauft hat, ohne dass wir ihm das vorgeschlagen haben. Und das hat so gut funktioniert. Also so gut kann man heutzutage auslassen, vorhersagen können. Okay. Amazon macht das übrigens noch nicht gut. Amazon schlägt mir sogar eine Nagelschere zum Wiederkauf. Da möchten Sie nochmal die Körperpflege Nagelscheren kaufen oder Zahnbürsten. Was kommt in der nächsten Zeit? Das habe ich gerade verstanden, wir haben keine richtige Zeit mehr. Wollen wir noch noch semantische Suche kurz durchgehen? Okay. Sie, semantische Suche. Sie bekommen von mir semantische Suche, den Unterschied zur klassischen Suche darzustellen. Sie bekommen von mir jetzt einen Text und eine Suchanfrage. Sie sind die Suchmaschine und Sie sollen die Suchanfrage beantworten. Hier ist Ihr erster Text und hier ist Ihre erste Suchanfrage. So, bitte machen Sie sich ganz kurz die Aufgabe. Erste Kunden. Wer ein paar Leute liegen? Ja, genau. Also, das hier findet sich zum Beispiel hier. Haben Sie den Text verstanden? Mussten Sie den Text verstehen, um die Suchanfrage zu machen? Nein, alle schütteln den Kopf, wunderbar. Genau so ist das. So arbeiten herkömmliche Suchmaschinen. Die gucken nach der Buchstabenfolge. Und mehr machen die nicht. Die haben keine Ahnung, worum es da geht. Zweite Suchanfrage, zweiter Text. Da ist die Suchanfrage, hier ist der Text. Ja, auf einer Ferrari habe ich heute hier gerade gehört, genau richtig. Hier unten auf einer Ferrari. So, haben Sie den Text verstanden? Mussten Sie den Text verstehen, damit Sie die Suchanfrage beantworten? So, ich sehe Nicken. Und das ist das, was semantische Suche in der Endausbaustufe können wird. Heutzutage funktioniert das noch nicht gut. Es gibt Ansätze inzwischen, als ich das erste Mal gezeigt habe, vor 4 Jahren oder sowas, hat das noch nicht vernünftig funktioniert. Inzwischen gibt es Ansätze, die sowas schon ein bisschen können. Aber dazu ist semantische Suche mittelfristig auf jeden Fall in der Lage. Man kann jetzt ganz toll analysieren, was die semantischen Zusammenhänge sind, ohne dass irgendein Mensch dem Ding erklärt hat, was es dann auch über so eine Ware ist und so weiter. Das ist einfach nur aus Texten gelernt. Man gibt den Millionen von Texten, die man im Internet gefunden hat. Wir haben 24 Terabyte von der Carnegie University bekommen, von Texten aus dem Internet. Und diese Daten kann man einfach toll trainieren. Okay, mit solchen Sachen werden dann Chatbots möglich, darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein, da gibt es glaube ich spätere Redner. Und eine wichtige Sache noch, ich lasse das Video aus hier von Google, das haben Sie wahrscheinlich zum Teil gesehen. Wenn es sprachlich genauso funktioniert, wie er Home Assistant Server hat, wird Voice Commerce den normalen Online-Chat machen. So, ein paar Leute schütteln den Kopf, ich würde ihn auch schütteln. Voice Commerce hat das folgende Problem. Voice ist sequenziert und Choice ist parallel. In dem Moment, wo ich nicht wiederkaufen will, sondern wenn ich neue Dinge aussuchen möchte, muss ich Dinge vergleichen können. Und wenn ich die Artikel vergleichen können möchte, dann will ich sie sehen. Der Blick kann viel schneller wandern von einer zur anderen Stelle, als man sich die Dinge irgendwie geistig merken kann. Wenn Ihnen das System 10 mögliche Produkte vorliest, können Sie sich nicht merken, welches davon das richtige war.
Wenn Sie die 10 Produkte sehen auf dem Bildschirm, können Sie die Vergleiche wunderbar anstellen. Nicht nur, wenn es um Optik geht, wie bei Fashion, auch bei Waschmaschinen. Auch die Facts dahinter sind viel einfacher auf dem Bildschirm vergleichen. Ich glaube deswegen, dass ich Voice Commerce für Artikel, die man shoppen möchte und nicht einfach nur haben möchte, erst durchsetzt, wenn die Continuous Augmented Reality, darüber gibt es auch Vorträge hier, wenn Continuous Augmented Reality eine Realität geworden ist. Im stationären Handel, noch kurz, haben wir noch 2 Minuten. Im stationären Handel ist das Problem, wie kommen wir an Kandidaten? Denn der Onlinehandel kriegt jeden Klick und jede Bewegung, jede Suchanfrage perfekt mit. Der stationäre Handel kriegt momentan nur den Kassenbon. In dem Moment, wo Sie an die Devices, die die Leute sowieso mit sich umschieben, ein System dran bauen, was trackt, wo der jetzt genau ist, und dann auch noch die Artikel erfassen kann, die er in den Wagen legt. Ist Ihr Eltern zum Beispiel so eine schöne App gemacht, wo man Details über den Kunden daraus kriegen kann? Also Sie geben dem Kunden einen Mehrwert dadurch, dass er etwas zusätzlich über die Produkte erfahren kann, mit denen er, wo er eine Kaufentscheidung treffen möchte. Und diese Geschichte ermöglicht Ihnen während des Kaufvorgangs im Online-Shop die Daten zu sammeln, im Offline-Shop die Daten zu sammeln. Und dadurch können Sie aufholen und Sie können eigentlich sogar überholen gegenüber dem Online-Shop, weil im Online-Shop weiterhin nur geschaut hat und nicht geklickt, kriegt der Online-Shop bisher nicht mit. Aber Sie könnten theoretisch auch sehen, wo gucken die Leute hin, ohne jetzt die Person genau festzuhalten, aber Sie sagen, solange der hier drin ist, dann gucken wir so mit 40 Eltern, wenn er raus ist, weiß ich, wie ein Kunde sich insgesamt verhalten hat. Wenn er interagiert, können Sie ausgucken, was denn dahin, was interessiert ihn denn, welche Facts interessieren ihn und so weiter. Das heißt, Sie müssen den Kunden Devices in die Hand geben. Was Sie auch machen können, ist Ihre Schaufenster. Können Sie optimieren mit KI-Systemen. Das ist hier eine Forschung der Hochschule Pforzheim. Dieses System schaut die Menschen an, die vor dem Schaufenster vorbeilaufen und bringt in dem virtuellen Schaufenster Menschen, die diesen ähnlich sind. Also das heißt, hier wurde erkannt, es ist eine junge Frau, also bringe ich hier Fashion-Beispiel im Schaufenster, also in dem Fall ist es nur ein Projektor, die auf einer jungen Frau abgebildet werden. Wenn ich mich da vorstelle, dann kommt ein mittelalter Mann und genauso erkennt das Ding dann graue Haare oder dass es ein Teenager ist und so weiter und bringt verschiedene Models, die in dem Schaufenster dann vorbeilaufen und die versuchen auch noch mit dem Weg zu laufen. Und wenn ich so dran vorbeilaufe an dem Schaufenster, dann läuft das Model mit und das ist, was ein Mensch automatisch hinkriegt. Und noch, das ist das letzte Folie. Das hier ist ein Spiegel, der gleichzeitig ein Bild darstellen kann. Und dieser Spiegel zeigt diese junge Frau hier, während sie gleichzeitig etwas anderes anhat. Das andere, was sie anhat, hat sie vorher ausgesucht. Wenn Sie sich jetzt die Kombination von solchen Dingen vorstellen, also es wird dynamisch auch so draufgerendert, also wenn sie sich bewegt, dann sieht das genauso aus, das fällt auch, das schwingt auch. Man kann es im Video anschauen, da kann man so viel Zeit, das geht 3 Minuten ungefähr. Und wenn Sie sich jetzt die Kombination vorstellen, von Sie erkennen, wer ist das, Sie wissen, was der für Bedürfnisse hat, durch sowas wie Creative Basket, und Sie projizieren auf jeden Menschen Dinge drauf, die er noch nicht ausgesucht hat, aber Sie sagen, das wirst du dir doch wahrscheinlich aussuchen, das könnte dir gefallen, während er vor einem Schaufenster, vor einem Spiegel im Laden steht, ohne dass er vorher aussuchen musste, dann erreicht er eine ganz neue Form der Kundeninteraktion. Und dadurch, dass die Leute in den Laden geschaffen haben, bekommen sie auch dazu, dass sie interagieren auf eine Weise, wie das in einem Online-Shop überhaupt niemals möglich wäre, mit so einem kleinen Bildschirm oder mit so einem kleinen Bildschirm. Okay, vielen Dank, meine Damen und Herren. Passt auf.